Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Heilung ist nicht etwas, das wir uns verdienen können durch irgendwelche Haltung oder Handlung oder irgendwelche Dinge, wo ich sage, das imponiert Gott. Wir können Gott nicht zu irgendwie etwas zwingen oder so. Alles, was er tut, macht er aus reiner Liebe. Will Gott? Will Gott? Hast du schon mal das gefragt? Will Gott mich heilen? Ich glaube, das hat jeder Mensch schon mal sich gefragt oder andere gefragt. Will Gott mir helfen? Kümmert sich Gott um mich? Du sagst, ja, die mit dem Mikrofon und der Kirche. Da ist er ja verpflichtet. Aber ich, armer Mensch, der irgendwo wohnt und ja, ich sag dir, Gott kümmert sich um dich. Gott möchte auch dir helfen. Und das sehen wir jetzt in den nächsten Minuten, wie sich das alles verhält und wir. Und ich möchte dir sowas von Mut machen, dass du nachher sagst, ja, Gott will. Und Gott will tatsächlich. Es gibt aber einige Aussagen, die du vielleicht auch schon gehört hast. Heilung ist nicht immer Gottes Wille. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass das jemand gesagt hat? Oder göttliche Heilung, das war früher. Früher, als die Apostel noch da waren, als Jesus auf der Erde war. Heilung war früher. Oder Krankheit ist eine Erziehungsmethode von Gott. Hast du das auch schon mal gehört? Und ich habe schon Menschen gehört, die sagen, ich trage gern diese Schmerzen, damit ich mit Jesu das Leiden der Sünde und der Welt verspüre. Diese Aussage gibt es. Oder hast du die Aussage schon mal gehört? Wenn du krank bist, fehlt der Glaube. All diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, finden wir eigentlich nicht bestätigt in der Bibel. Jesus sagt in 2. Mose 15, Vers 26, ich bin der Herr, dein Arzt. Oder ich bin der Gott, der dich heilt. Er macht da keine Einschränkungen. Er macht da nicht irgendwelche, ja, aber, wenn und so weiter. Jesus will heilen. Er hat sein Leben dafür gegeben. Er ging für uns ans Kreuz. Du sagst, Ostern ist schon lange vorbei. Ja, richtig. Aber er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er ist für jeden ans Kreuz gegangen, sogar für die Ungläubigen, sogar für die Andersgläubigen. Und ja, Atheisten, Ungläubige und was auch immer da reinfällt, er ist für alle ans Kreuz gegangen. Und das Tolle ist, er ist nicht nur ans Kreuz gegangen, sondern er ist auferstanden. Viele sind gestorben, viele Götter sind gestorben, aber nur einer ist auferstanden. Und da haben wir die freie Wahl, ja zu Jesus zu sagen. Das ist, er lädt jeden ein. Er hat sein Leben dafür gegeben, damit wir Heilung bekommen können. Heilung ist nicht das Wichtigste. Da wird man immer gern angefeindet. Ja, ihr mit eurer Heilung und ja, das ist nicht das Wichtigste. Richtig. Das Wichtigste ist, dass wir mit Jesus leben. Das ist das Allerwichtigste. Aber wenn wir mit Jesus leben, haben wir wirklich auch das Anrecht als Familienmitglied an der Heilung teilzuhaben. Einer hat mal mir gesagt, Daniel, es bringt nichts, wenn du gesund in der Hölle bist. Also es ist viel, viel wichtiger, dass wir mit Jesus leben, aber er möchte dir Gesundheit
und auch Heilung obendrauf geben. Und ich möchte auch alle raten, die sagen, ich brauche keine Heilung, danke Gott dafür, für deine Gesundheit. Das ist was, wo wir täglich danken können. Wir sehen hier, Jesus' Sieg am Kreuz ist für alle Krankheiten. Er hat für alle Krankheiten das für uns getan. Und da lesen wir in Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ist das nicht was Wunderbares? Wir haben nun Frieden mit Gott und er wurde für uns blutig geschlagen. Er wurde für uns blutig geschlagen, für dich und mich. Und manche vergraben sich da in das blutig geschlagen hinein und verbohren sich da. Ich freue mich. Wir haben Frieden mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist schwer, an Heilung zu glauben, wenn wir nicht glauben, dass Jesus lebt. Wo willst du dann die Heilung herbekommen? Und schauen wir nochmal den Teil 2 an von Jesaja 53, Vers 5. Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Frieden mit Gott können wir nur haben, wenn wir Vergebung haben. Vergebung geht nur, wenn jemand gestorben ist für die Sünden. Und er ist gestorben, Jesus, für die Sünden von uns. Wir haben Frieden mit Gott, wir haben wieder freien Zugang zu Gott, wenn wir zu Jesus kommen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden haben wir Heilung. Daran zu glauben, ist der wesentliche Faktor für Heilung. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, wir sehen in der Bibel unterschiedliche Heilungen und unterschiedliche Arten. Da reicht mir die Zeit gar nicht, die alle aufzuzählen. Aber da war die Frau mit dem Blutfluss. Sie hat sich durch die ganze Menge hindurch gedrängt und hat den Saum von Jesus, das ist sein Kleid, zu früherer Zeit haben die Männer Kleider getragen, das ist heute unüblich, aber berührte den Saum seines Kleides, heißt es in der Bibel, und eine Kraft ging von ihm aus. Und Jesus drehte sich rum und hat gesagt, wer hat mich angerührt? Da kam Jesus nicht, du bist krank, ich bete mit dir. Nein, eine ganze wunderbare Sache. Sie hatte so einen festen Glauben und ohne irgendjemand zu bitten und auch ohne Jesus zu bitten, sie berührte ihn im Glauben und eine Kraft ging von ihm aus. Und das können wir auch erleben, wenn wir eine lebendige Beziehung haben, im Glauben. Ja, was wir auch erlebt haben in der letzten Zeit öfters, dass Menschen uns Gebetsanliegen schreiben. Da bekommen wir sehr, sehr viele. Aber was wir in letzter Zeit immer wieder bekommen, dass Menschen sagen, als ich den Brief in den Briefkasten geworfen habe mit meinem Gebetsanliegen, wurde ich geheilt. Ja, was ist das? Was ist der Grund dafür? Der Briefkasten? Nee, sondern der Glaube, wenn ich das jetzt wegschicke, ich glaube, wenn gebetet wird, Gott erhört Gebet und heilt. Es ist ein Glaubensakt. Und das ist wunderbar. Es gibt Menschen, die sagen einfach, Gott weiß eh alles und ich brauche ihm nichts sagen. Ja, es ist aber ein Glaubensakt, die Sache aufzuschreiben und wegzuschicken oder beim E-Mail die Enter-Taste zu drücken oder beim Chat irgendwo reinzuschreiben. Es ist eine Sache, nicht eine Lotterie, wo man sagt, probieren wir auch das mal, ich habe das schon probiert und jenes. Nein, einfach Glauben. Was aber auch wichtig ist, ich möchte hier nicht beim Glauben stehen bleiben, weil es ist nicht immer nur der Glaube schuld, wenn jemand nicht geheilt wird. Ich habe ein sehr schlechtes Beispiel, als meine Mutter mal krank war,
kam jemand aus der Gemeinde auf sie zu und sagt, du hast zu wenig Glauben, deshalb bist du krank. Ich finde das furchtbar, wenn jemand so sich äußert. Es muss nicht der schwache Glaube sein, es kann auch können andere Dinge sein, warum Heilung im Moment nicht gerade da ist. Das heißt aber nicht, dass Jesus nicht will. Heilung an Geist, Seele und Leib. Ich habe mal eine ganze Predigt davon gemacht und das hat mich wirklich eingeführt in Geist, Seele und Leib. Ich habe mich da reingegraben und seither, ich bin so begeistert, weil Geist, Seele und Leib, die Heilung hängt eigentlich zusammen. Wir haben immer so die Sache vom Leib. Ja, meine Hand schmerzt oder mein Ohr tut weh oder was auch immer. Ich brauche eine Heilung. Ja, aber es gibt auch Heilung von Geist und Geist, Seele und Leib. Es hängt alles zusammen. Und wenn ein Teil krank ist, leidet auch gerne das andere. Und manchmal bekommst du am Leib eine Heilung, wenn deine Seele heil wird, ohne dass im Leib irgendwie was Besonderes getan wird. Und da ist es wichtig, dass wir nicht nur auf Heilung vom Leib aus sind, sondern dass Geist, Seele und Leib, das zusammenpasst. Heilung ist nicht etwas, das wir uns verdienen können durch irgendwelche Haltung oder Handlung oder irgendwelche Dinge, wo ich sage, das imponiert Gott. Ich gebe eine rechte Spende und dann bekomme ich Heilung. Oder ich habe jetzt meine 52 Sonntage zusammen im Jahr. Jetzt muss mich Gott heilen. Nein, das hängt absolut nicht zusammen. Nicht Haltung, nicht Handlung, es hängt nicht zusammen. Dann gibt es auch Menschen, ja, die meinen, Heilung passiert wie im Automaten. Ich werfe oben eine Bitte rein, tu noch 20 Euro Spende dazu und kann unten nach dem Gottesdienst meine Heilung mitnehmen. Ja, so funktioniert es nicht. Wir können Gott nicht zu irgendwie etwas zwingen oder so. Alles, was er tut, macht er aus reiner Liebe. Er macht es aus reiner Liebe. Es gibt keine Formel für göttliche Heilung. Es gibt Dinge, die sie begünstigen. Auch da habe ich ein ganzes Thema zusammengefasst. Aber wir wollen jetzt da bleiben. Will Gott wirklich mich heilen? Göttliche Heilung ist Gnade. Wir haben es wirklich nicht verdient, geheilt zu werden. Was haben wir doch schon alles für Mist gebaut? Was haben wir doch schon alles schräge Dinge gemacht? Und ja, aber Jesus ging für uns ans Kreuz und es ist Gnade da. Unverdiente Gnade. Gnade ist, wenn du was nicht verdient hast und trotzdem bekommst. Und die Gnade ist so grenzenlos. Und das ist das Wunderbare. Da ist doch Hoffnung für jeden drin. Wir bekommen Heilung, weil Jesus uns liebt. Liebe pur. Liebe pur. Das ist ein Zeichen. Er ging für uns ans Kreuz. Wer würde das machen? Wer würde ans Kreuz gehen für Menschen, wo du sagst, ach ja, komm, lass doch die alle sein. Das ist doch alles verkehrt. Er hat es getan für dich, für mich. Gott heilt auch außerhalb des christlichen Glaubens. Wir sehen auch in der Bibel. Einer meiner Lieblingsgeschichten ist, wenn wir in Kapernaum sind, der Hauptmann von Kapernaum. Das war ein römischer Hauptmann und dieser Hauptmann hatte solchen Glauben an Jesus, dass er gesagt hat, ich glaube, wenn du nur ein Wort sagst, dann geschieht's. Ein römischer Hauptmann. Wisst ihr, wir haben hier in dieser Kathedrale schon Heilungen erlebt, wo Verwandte, ungläubige Menschen mitgebracht haben und die sind geheilt worden und dann war so mancher sauer. Christen, die schon 10 Jahre irgendwie eine Not haben, sitzen daneben und werden nicht geheilt. Und der ungläubige Mensch, der bekommt
Heilung. Jede Heilung ist eine Einladung auch von dem lebendigen Gott. Mit jeder Heilung macht Jesus uns ein Angebot, unser Leben zu verändern. Er macht auch dir ein Angebot, dein Leben zu verändern. Es ist ein Angebot. Gott zwingt niemand zu irgendwie etwas. Aber es ist ein Angebot und wir können zugreifen oder können es sein lassen. Gott will heilen. Wollen wir das auch? Wie kann man sowas sagen? Ja, in der Bibel finden wir einiges, wo Jesus selber fragt, willst du gesund werden? Ich habe schon Leute erlebt, die wollten es nicht. Weil dann, wenn sie gesund wären, würden sie nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Wenn sie gesund wären, müssten sie der Rentenversicherung schreiben, dass die Rente, die frühzeitige Rente, nicht mehr gerechtfertigt ist und hätten so manche Vorteile nicht. Nicht jeder will geheilt werden. Ja, die Frage ist auch, wenn Jesus heilt, brauchen wir noch Ärzte? Ein Arzt sagte mal zu mir, und wir kennen einige Ärzte, ich habe gerade vorgestern mit einem wunderbaren Arzt gesprochen, ein Arzt sagte mal zu mir, Daniel, ich behandle, aber Gott heilt. Und es ist so wunderbar, dass wir Ärzte haben. Es ist so wunderbar, dass wir gute Ärzte haben, also wir meine ich die Menschheit, nicht nur das Missionswerk, dass wir Ärzte haben. Aber wenn sie ehrlich sind, sind sie Handlanger für das, was Gott geschaffen hat. Wenn man sieht, eine Wunde, mich erstaunt das immer wieder, ich habe medizinisch überhaupt nichts am Hut, aber eine Wunde wie die von selbst wieder zu heilt. Was ist das für ein Wunderwerk, das sich Mensch nennt? Ja, Heilung geschieht Hand in Hand, auch mit den Ärzten. Drum beten wir auch oft und werden oft darum gebeten, wir haben eine OP, ich habe eine OP, dass jemand schreibt, dann und dann und bitte betet. Wir beten um die Weisheit, dass die Ärzte Weisheit haben, das richtige Gefühl und so weiter. Und Jesus gebraucht auch Ärzte, um Menschen zu heilen. Die sind Handlanger dafür. Wenn wir mit Jesus leben und seine Vergebung annehmen, nehmen wir dem Teufel jegliches Recht, uns zu plagen. Und das rate ich jedem. Geh wirklich zu Jesus, dass er dir vergibt und das hat er, wenn du es annimmst, diese Vergebung, dann hat der Teufel kein Recht, dich zu plagen. Und dann hast du auch alle Autorität, die dir das Wort Gottes gibt. Und da ist das eine Wort, dass wir wirklich, wirklich den Teufel in die Flucht schlagen können, im Namen Jesus. Will Jesus heilen, ist die Überschrift. Jesus beauftragte die Jünger, Kranke zu heilen. Matthäus 10, Vers 8. Heilt die Kranke, weckt Tote auf und macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Ja, da kommt dann wieder von so einem oder anderen, die aussah, ja, das war früher. Die Jünger. Ja, ich sehe so die Bibel, dass wir Christen, nicht nur die Pastoren, sondern die Christen, die Jünger von heute sind. Dass das unsere Aufgabe ist, nicht irgendwelche Heilungsmethoden und tralala, da gibt es ja fürchterliche Sachen, nein. Aber wir dürfen mit Kranke und für Kranke beten, dass sie heil werden und wir erleben es in großem Maß in letzter Zeit. Wir haben ja die Sendung Hoffnung um 12 angefangen, als die Corona-Welle losging, haben jetzt schon um die 200 Sendungen produziert und wir erleben dauernd, in jeder Sendung können wir Gebetserhörungen wieder bekannt geben und das ist was Wunderbares. Wir haben ja auch die Sendung Gebet für dich live, die wir live aus unserem Haus hier, aus unserem Studio senden und da berichten wir auch, was Gott tut. Jesus will heilen.
nicht nur heilen, er will alles Mögliche, was du brauchst. Er will dir helfen, er will es tun. Wie ist es, wenn? Zum Beispiel, ja, wenn wir uns falsch ernähren, wenn wir in einer Sucht leben, wenn wir in Stress sind, wenn unser ganzes Leben überlastet ist, will Gott mich dann auch heilen? Ja, aber er möchte dich zuerst befreien. Weil was nützt es dir? Was nützt es dir, wenn du in deiner Sucht bist und dein Körper zerstört? Was ist es, wenn du dich falsch ernährst und bittest, dass die oder jene Krankheit Gott heilt? Er will dich auch befreien von diesen, wie soll ich sagen, elementaren, also diesen Dingen, die dann wieder eine Krankheit hervorruft. Zuerst Befreiung und dann Veränderung. Ich habe schöne Beispiele. Ja, also einer hat mal gesagt, wenn Gott will, dass ich aufhöre zu rauchen, dann soll er es tun, dass mir die Zigaretten nicht mehr schmecken. Wow, habe ich gedacht, das ist eine Ansage. Wisst ihr, was passiert ist? Dieser gute Mann fährt hier über die Rheinbrücke, die ist 5 Kilometer weg von hier, fährt da und denkt, naja, also Zigaretten, ich habe sie ja gekauft, nimmt die raus, steckt sie an und die schmeckt super scheußlich. Und er wirft die zum Fenster raus, soll man nicht tun, hat es aber gemacht, nimmt die nächste und so weiter und er brauchte keine Zigarette mehr. Das ist jetzt aber nicht ein Rezept, wo du sagst, oh ja, mache ich auch so. Nein, ihr Lieben, es ist aber auch so, dass wir uns entscheiden, von Krankheiten wirklich loskommen zu wollen und dann auch uns selber dafür einsetzen, unser Teil tun, nicht mehr dieser Sucht nachzufolgen. Und wir, es heißt auch, widerstehe. Dass wir selber widerstehen. Ach Herr, wenn du möchtest, dass ich mit der ganzen Süßigkeiten-Sucht und was Zucker oder was auch immer, wenn du möchtest, dann mach das, dass beim Discounter kein Schokolade mehr ist. Das ist Blödsinn. Wir müssen dann auch wirklich widerstehen. Und er macht dir mit jeder Heilung ein Angebot, dein Leben zu verändern. Gott drängt sich niemand auf. Er achtet auf unseren freien Willen. Glaube an die übernatürliche Kraft, die durch den Sieg am Kreuz für dich da ist. Sie ist für dich da, die übernatürliche Kraft, die er am Kreuz errungen hat. Ich möchte Isolde bitten, ein Zeugnis vorlesen, das mich begeistert hat. Herr, greife du ein und Gott hat was Wunderbares getan. Ein wunderbares Zeugnis unter dem Titel Wunder statt Abschied. Vor langer Zeit bat ich um Gebet für meine 85-jährige Mutter, die schon sehr lange bettlägerig war und an Altersdepressionen litt. Sie konnte eigentlich gar nichts mehr. Sie bekam 8 verschiedene Medikamente und man sagte mir, ich solle mich schon mal auf den Abschied vorbereiten. Es geschah stattdessen ein großes Wunder. Meine Mutter stand zum Erstaunen der Familie wieder auf, verließ das Haus und ging spazieren. Erst einmal und dann 2-mal am Tag. Sie begann wieder zu kochen und schrieb mir Briefe. Die Medikamente wurden reduziert und sie macht sogar schon Pläne für das nächste Jahr. Niemand hätte so etwas für möglich gehalten. Unserem Herrn Jesus Christus gebührt alle Ehre. Vielen Dank. Ja, gerne. Niemand hätte das für möglich gehalten. Bei Gott ist wirklich alles möglich. Und da lesen wir in Markus 1, Vers 40, 41. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er fiel vor ihm auf die Knie und bat ihn: Wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus sagte: Das will ich. Sei gesund. Es sieht, Jesus sagt: Das will ich. Weitere Sache, Matthäus 5, der Kranke, der 38 Jahre krank am Teich Bethesda lag. Jesus fragte ihn: Willst du gesund werden? Und er wollte und er wurde gesund. Jesus sagte: Nimm deine Matte und geh nach Hause.
Jeremia 30, Vers 17. Ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen. Ich will, finden wir in der Bibel. Und er will auch dich lieben, er will dir helfen, er will dich heilen. Jesus hat nie einen Heilungswunsch abgelehnt. Manche Menschen schon. Zum Beispiel, als Jesus am See Genezareth den Besessenen befreit hat, dann haben die anderen gesagt, geh hinfort, wir wollen dich hier nicht mehr haben. Gott will, lade ihn ein, schick ihn nicht weg. Gott will dir helfen, Gott will dich heilen. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.